Hallo ihr Lieben, wir heißen euch ganz herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr einer weiteren Folge der Podcast-Serie Raum für Bewusstsein, Podcast mit einem Lichtwesen zugeschaltet habt. In diesem Podcast bekommen unsere Gäste die Gelegenheit, ein Interview mit Salvador zu führen. Sie haben die Möglichkeit, Salvador ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen und so eine Antwort auf ihre Fragen aus der Perspektive des Universums zu erhalten. Solltet ihr die erste Folge dieser Serie verpasst haben, möchten wir euch gerade diese ganz besonders ans Herz legen, denn hier erzählen wir, wie wir zu diesem Podcast-Format gekommen sind. Wir sind nun genauso gespannt wie ihr auf den Austausch, der uns heute erwartet, und danken von Herzen Christiane, die sich als Medium für dieses Gespräch zur Verfügung stellt und Salvador so eine Stimme verleiht. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Heute bei uns zu Gast ist Mitch Kohn. Mitch ist Klangmystiker, Komponist und Musikproduzent. Er erschafft mit seiner intuitiven Musik eine faszinierende Klangwelt, die die Zuhörer direkt im Herzen berührt. Zunächst verlief seine Ausbildung und seine Musikkarriere eher im herkömmlichen Bahn. Doch im Verlaufe seines Lebens drängte sich die Musik in seinem Inneren, die er schon in sehr jungen Jahren vernahm, immer mehr an die Oberfläche. So wirkt Mitch heute intuitiv und berührt die Menschen mit seinen einzigartigen Klängen, die aus seinem Inneren heraus entstehen, direkt in ihren Herzen. Wer unsere Arbeit kennt, weiß, dass das Herztor das direkte energetische Portal in andere Räume unseres Seins ist. So verwundert es uns nicht, dass Mitch mit seinen Seelenklängen seine Zuhörer in einen Zustand des inneren Friedens versetzt und er ihnen durch seine Musik ermöglicht, in unmittelbaren Kontakt zu sich selbst zu kommen. Deshalb, lieber Mitch, sind wir heute ganz besonders voller Vorfreude, dass wir dich in diesem Podcast als Interviewpartner des Lichtwesens Salvador erleben dürfen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du unserer Einladung zu diesem Podcast gefolgt bist und wir dir heute begegnen dürfen. Im Namen aller in diesem Raum Anwesenden, in meinem Namen, im Namen von Christiane, die zwar körperlich anwesend ist, aber nicht als Christiane in Erscheinung treten wird, und im Namen Salvadors. Wir freuen uns sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist, Salvador im Rahmen des nun anstehenden Interviews deine ganz eigenen Fragen zu stellen. Ich möchte noch mal kurz etwas zum Ablauf sagen. Ich werde die Gesprächsführung jetzt gleich komplett dir übergeben. Und erst wenn dein Gespräch mit Salvador beendet ist, führen wir beide zu zweit direkt im Anschluss ein kurzes Nachgespräch. Und ich möchte noch mal kurz in Erinnerung rufen, Salvador wird durch Christiane als Medium sprechen. Es kann immer sein, dass es einen kurzen Moment braucht, bis Salvador beginnt, auf deine Frage zu antworten. Das hängt damit zusammen, dass die Informationen gechannelt werden. Das, was du dann hören wirst, sind Salvadors Worte aus Christianes Mund, also durchaus mit ihrer Stimme, aber, das wirst du spüren, mit seiner Energie. Er wird hier heute mit seinen Energien in diesem Raum anwesend sein, ganz für dich, um deine Fragen zu beantworten. Und mit diesen Worten übergebe ich an dich, lieber Mitch. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ich grüße euch, Salvador, und fange mal an mit einer persönlichen Frage. Ich hatte vor langer Zeit einen sehr intensiven Kontakt mit meiner Seele und habe sie gefragt, was soll ich denn tun? Und sie sagte, du musst einfach nur spielen. Und ja, das hat mich sehr, sehr berührt. Es scheint mir jetzt auch nach Jahren, aber immer noch so weit weg, das umzusetzen, weil ich noch sehr viel im Tun bin und würde einfach von dir einen Impuls erfragen, welche Schritte mir helfen, besser meine Essenz in den Fokus meines Lebens zu rücken und nicht mehr so viel zu tun. Danke. Wir grüßen dich, danken dir für deine Präsenz. Ebenso danken wir dir für deine Frage. Diesen Raum haben wir bereits geöffnet zur Schau. Es geht darum, die Präsenz deiner Energien zu verschieben. Zurzeit sind viele Energien in Wallung in deinem Kopf. Hier bewegt sich viel, hier ist deine Präsenz verlagert aufgrund von alten Erfahrungen.
Viele Wertungen hast du erlebt, auch in anderen Inkarnationen. Wertungen, die deine Existenz bedroht haben. So gibt es noch einen Schutzmechanismus, sodass die Energien in deinem Kopf fließen, hier halten wollen. Schau, es geht darum, den Raum zu wechseln, in dein Herzraum diesen zu öffnen. Es ist, als wenn du einen Anker ziehst, einen Anker aus deinem Gehirn herausnimmst und voll und ganz Platz nimmst in deinem Herzraum. Hier fließen deine Energien, hier bist du im direkten Kontakt zu deiner Seele, diesen Zustand kennst du. Doch schau, nun ist es an der Zeit, vollkommen umzuziehen mit deiner Präsenz in deinen Herzraum, in diese hochfrequent fließenden Energien. Deine Musik in die Welt zu tragen. Hier geht es darum, dass du deine Seelenenergien durch dein Herzraum strömen lässt und diese mit der Welt teilst. Denn diese Frequenzen erinnern andere Menschwesen an ihren eigenen Herzraum. Sie tauchen dadurch ein. So schau, dieses alte Muster des Schutzes steht dir hier noch teilweise im Weg. Du darfst springen, du darfst in den vollkommenen Fluss deiner Energien eintauchen. Du wirst staunen, welche Frequenzen aus dir herausströmen, hast du diesen Umzug vollzogen in dir. Danke. Ja. Wir Das stimmt. möchten noch etwas ergänzen dazu. Schau. Wertungen sind wie Verletzungen im eigenen System, in der Aura. Wertungen kommen von außen, setzen Stempel in euch. Nehmt ihr diese Wertungen an, so versucht ihr euch nach diesen Stempeln zu richten. Ihr verbiegt euch, um diesen Stempeln gerecht zu werden. Dies bedeutet, ihr seid präsent im Kopf, prüft, ob ihr diesen Stempel gerecht werdet. Je mehr Stempel ihr im System habt, desto mehr müsst ihr euch verbiegen. Entfernt euch von euren eigenen Energien, eurer eigenen Essenz. Schau, dies ist eins deiner wichtigsten Themen in dieser Inkarnation, all diese Stempel der Wertungen zu löschen. Bereit zu sein, individuell zu sein, bereit zu sein, voranzuschreiten, ein Vorbild zu sein für viele andere, deine eigene individuelle Essenz in den Ausdruck zu bringen. So darfst du mutig sein und du darfst dir gewiss sein. Vollziehst du diesen Schritt in dir, wirst du dir all die Wertungen noch einmal bewusst machen, dich verabschieden, wird dein Licht erstrahlen in deinem Herzraum, voller Freude, voller Fluss all deiner Energien. Wirst du eintauchen in diesen Strom, ihn transportieren nach außen durch deine Musik, deine Stimme. Dein Seelenraum wird im direkten Kontakt mit der Außenwelt in Verbindung sein. So danken wir dir für deine Frage. Dankeschön. Ich mache mal weiter mit einer Frage, die wahrscheinlich auch sehr viele Feinfühlige betrifft. Ich kann halt sehr viele Energien transportieren und aufnehmen, was toll ist, aber eben auch eine Bürde. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie ich in Räumen großer Energiedurchmischung, wie zum Beispiel auf Flughäfen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren, sein kann, ohne davon energetisch erschlagen zu werden. Vielleicht habt ihr dafür noch mal einen Impuls. Schau, auch dies gehört zu dem Muster, was wir dir erzählen. Denn du sammelst ein all die Energien, die zu den Stempeln passen. Sie bleiben kleben in deinem Raum. So senkt sich deine Energiefrequenz. Du kannst deinen Raum so nicht mehr halten. Nun stell dir vor, du bist ausgedehnt in deinem Herzraum, in deiner Seelenenergie. Sie strömt von innen nach außen.
Die Fließrichtung im angebundenen Zustand ist von innen nach außen. In diesem Zustand ist es nicht relevant, in welchem äußeren Raum du dich befindest, denn dein Licht durchstrahlt dann den äußeren Raum. Ist die Fließrichtung von außen noch nach innen gerichtet, so beeinflussen euch die Räume im Außen von Menschen, von Massen, Bewusstseinsräumen, hier seid ihr beeinflussbar. So ist es für euch im Prozess des Erwachens für jeden Einzelnen relevant, dass ihr die Fließrichtung verändert, vom Seelenraum in euren Herzraum nach außen in den Raum der Materie in all die Massenbewusstseinsräume. Ihr seid die Quelle, ihr erhellt den Raum der Materie. Ihr seid das Licht im Raum der Dunkelheit. So erinnert euch immer wieder, die Quelle ist in euch, die Quelle all der Energien, die ihr transportiert in Massenbewusstseinsraum. So mache ein Experiment. Bist du an Plätzen mit vielen Menschwesen, spürst, dass du erdrückt wirst von diesen Energien, nimm wahr, dass die Energien von außen in deinen Raum strömen. Entscheide dich in diesem Moment, so setzt du eine Initialzündung. Entscheide dich, dein Herz zu öffnen, dein Licht von innen nach außen strömen zu lassen und beobachte, was mit deinem Energieraum geschieht. Du wirst gefüllt sein von Energien, ernährt sein von all deinem Licht, von deiner Liebe und andere dadurch inspirieren. Dankeschön. Ich mache weiter mit einer Frage zum Thema Klang, Musik. Ihr sprach davon, dass eure Worte Energie transportieren, was ich auch uneingeschränkt wahrnehmen kann. Und ich habe halt die Wahrnehmung, dass dies mit der Musik auch so passiert. Und könnt ihr das genauer erklären, was da passiert? Schau, Musik ist Frequenz, ist Schwingung, so wie alles Frequenz und Schwingung ist. Musik durchdringt die Zellen eurer Körper, bringt Energien in den Zellen in Schwingung, sodass Bewegung, Energiefluss entsteht. Berührt sein bedeutet, Energien kommen in Bewegung in euren Körpern. Kommen Energien in eine Bewegung, so lösen sie sich aus Verklebungen, aus Verkrustungen. Ihr kommt in Schwingung, eure Schwingung erhöht sich, lädt die Musik dazu ein. So öffnet ihr euren Herzraum, fangt an zu transformieren all die verkrusteten Energien in euch. Dies ist ein Prozess, der fernab eures Verstandes geschieht. Daher ist es so wertvoll, denn der Verstand würde anfangen zu kategorisieren, in Schubladen zu stecken, an alten Realitäten festzuhalten. Schau, deine Musik fließt direkt in das Gedächtnis der Zellen, erinnert euch an euch selbst. So dürft ihr baden in diesen Frequenzen, euch erinnern lassen an euch selbst, erlauben, dass die Zellen sich reinigen, alte Energien, die ihr nicht mehr braucht, in diesen Momenten euer System verlassen. Musik ist Heilung, ist Integration in einer tiefen Ebene, wo euer Verstand nicht mit eingeladen ist. Somit den Weg freigibt. Freigibt für all das, was in diesen Momenten geschehen möchte. Ebenso darfst du das Bild des Raumes für dich nutzen. Durch das Ausströmen der Musik, deiner Musik, öffnest du einen Raum, ein Energiefeld. In diesem Energiefeld, in diesem Raum, lässt dein Sein die definierten Energien schwingen. Alle anderen Menschwesen nehmen Platz in diesem Raum.
Diese Energien durchdringen die eigenen Körper, die eigenen Zellen. So wirkt deine Frequenz. So sei dir bewusst, wie viel lichtvolle Macht durch dich strömt, welch lichtvollen Raum du eröffnest in diesen Momenten. Schau, ebenso möchten wir dir sagen, all die Verletzungen in den Inkarnationen, die ihr erlebt habt, bei dir hatten wir nun den Fokus gesetzt auf die Wertungen, die Stempel in deiner Aura. Doch ebenso gibt es hier das Potenzial, was dahinter verborgen ist. So ist dein Potenzial die Wertfreiheit, alles darf sein. Dies ist eine Essenz in deinem System. Alles darf sein. Es ist. Hier ist dein großes Essenzpotenzial. Dies lässt du in deinen Räumen der Musik einströmen, so dass jedes Menschwesen, was Platz nimmt, diese Qualität spürt, alles darf sein, öffnet jeden Raum in euch, denn alles darf sein. Werden diese Räume geöffnet, so transformiert ihr in einer Tiefe, die ihr sonst nicht erlauben würdet. So sei dir dessen immer wieder bewusst. Alles darf sein, diese Qualität strömt durch dich. Dankeschön. Ich fahre mal fort mit deiner Frage, die die Gesellschaft aus meiner Sicht betrifft. Also, es ist ja die Rede davon, dass bereits sich sehr viel transformiert hat und gewandelt hat. Und das nehme ich in mir und in meinem Umfeld auch so wahr. Aber wenn ich weiter darüber hinaus schaue, sehe ich, dass, ja, die Gesellschaft in großen Teilen gegen eine Wand zu rennen scheint und eine Welt erschafft, die mir etwas gruselig erscheint. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass alles gut ist und auch schon diese Bewertung oft rausnehmen kann, frage ich mich doch oft nach einem Sinn des Ganzen. Und ja, frage mich, ob es wirklich einfach nur darum geht, weiter meinen Fokus zu behalten und mich zu klären und zu fokussieren und da draußen nichts weiter zu tun und es einfach sein zu lassen. Ja, vielleicht habt ihr dafür auch noch einen Impuls. Schau, ihr könnt dies vergleichen in der Entwicklung eurer individuellen Systeme. Es gibt immer einen Wendepunkt, der euch innerlich wach macht, euch neu setzen lässt, den Fokus eures Bewusstseins. Einschneidende Momente, die eine Umkehrbewegung initiieren, das, was im Massenbewusstsein zurzeit erscheint, sind all die Abtrennungsenergien, die dunklen Energien, die jetzt auftauchen, bewusst werden. Es ist nicht so, dass sie vorher nicht da waren. Wie Zysten haben sie geschlummert im Untergrund, doch das Erwachen bedarf, dass diese dunklen Zysten nach oben steigen, bewusst werden, euch bewusst wird, wie der Massenbewusstseinsraum geformt ist. Dies ist Transformation. Jeder einzelne von euch hat in diesem Prozess seinen Platz. So deine Frage, ob es darum geht, in deinem eigenen System zu wirken mit deiner eigenen Präsenz oder Handlungen im Massenbewusstsein auszuführen, ist sehr individuell. Denn jeder hat hier sein Sein im Dienen des Massenbewusstseins. Schau, es kann sein, dass es für dich authentisch ist, deinen Raum lichtvoll zu halten, deine Musik zu transportieren nach außen, um andere einzuladen, in ihr Erwachen zu gehen. Doch vielleicht ist es authentisch, Impulsen aus dem eigenen System zu folgen, um in Handlung zu gehen, im Massenbewusstsein etwas zu bewirken, aufmerksam zu machen,
auf abgetrennte Handlungen, Entscheidungen, die von anderen getroffen werden und weiter das Massenbewusstsein nähren mit Abtrennungsenergien, die Schmerz und Leid erzeugen. So ist deine Frage individuell zu betrachten. Wir möchten nur sagen, jeder Einzelne darf auf sich selbst hier hören, welche Impulse er bekommt, was die Wirkungskraft in euch in den Ausdruck bringen möchte. Schau, es ist zurzeit die Aufgabe der Menschheit, zu erwachen. Dies bedeutet, all das Schattenuniversum, all die Energien, die dort enthalten sind, zu transformieren. Transformieren bedeutet, neue Entscheidungen treffen, neue Handlungen initiieren, Handlungen manifestieren in der Materie. So ist das Erwachen einerseits das Öffnen der Wahrnehmung, die Raum in Raum Erfahrung zu erkennen, dass ihr Energiewesen seid, die Materie verändern. Und auf der anderen Seite geht es darum, die Materie zu verändern, Handlungen auszuführen, die neue Erfahrungsräume erschaffen. So seid ihr in allen Räumen gefordert, im Raum der geistigen Welt hier Kontakt zu bekommen und im Raum der Materie hier zu handeln, zu verwandeln, miteinander als Gemeinschaft. Auch dies ist eine neue Bewegung, die initiiert wurde. Ihr potenziert eure Kraft, findet ihr euch in der Gemeinschaft. Dies ist jetzt die authentische Zeit, in Gemeinschaft zu wirken, eure Kräfte zu sammeln, Materie zu verwandeln. Doch dürft ihr wissen, diese Bewegung im Massenbewusstsein, die Dunkelheit, die sichtbar wird, ist initiiert aus der geistigen Welt, denn ihr Menschwesen seid bereit, jetzt diesen Wandel zu vollziehen. So möchten wir euch immer wieder Mut schenken, Hoffnung schenken, die Vision schenken, dass ihr als Gemeinschaft Großes bewirken könnt, schon bewirkt habt. Denn aus unserer Sicht existiert keine Zeit. Alles ist jetzt. So ist es schon geschehen aus unserer Sicht. Das heißt, in dieser Raum-in-Raum-Erfahrung, in die wir jetzt mehr und mehr eintauchen, dass die gefühlte Linearität der Zeit sich dann auflöst für uns auch, also dass es quasi nur ein Fokus, eine Entscheidung ist in jedem Moment und dieses, was wir noch als linear wahrnehmen, sich dadurch dann ja, auflöst, verändert. So ist es. Die Zeitqualität verändert sich schon jetzt. Das Zeitempfinden verändert sich in jedem Einzelnen. Dies hat damit zu tun, dass die Wahrnehmung in die fünfte Dimension aufgeht, die Raum-in-Raum-Erfahrung, denn schau, ihr erkennt, dass eure Präsenz den Raum wechseln kann in jedem Jetzt. Den Raum zu wechseln bedeutet, in einem anderen Energiefeld zu sein. Dies bedeutet, Informationen zu sammeln, die euch dienen, neue Entscheidungen zu treffen, neue Handlungen zu initiieren. Materie zu verändern. Schau, Materie ist im Raum der Abtrennung. So seid ihr als Menschwesen präsent im Abtrennungsraum. Dies ist ein Schmerzraum, abgespaltenes Bewusstsein. Dieser möchte integriert werden. Dieser Raum der Materie ist der Raum, wo die Zeit existiert. So schau, je mehr das Bewusstsein steigt, je mehr Menschwesen erwachen, desto fühlbarer für euch kollabiert dieser Raum, verändert sich die Zeitqualität. Zeit existiert im Raum der Materie. Im Alleinssein ist alles jetzt, in der Präsenz der Räume. So dürft ihr lernen, die Räume zu bereisen, sodass es dienlich für euch ist, um den Raum der Materie zu integrieren, diesen kollabieren zu lassen.
Dies ist Erwachen in eurem System, in jedem Einzelnen. Es gibt ja dieses Konzept von Vorleben und das war mir immer schon etwas schwierig in diesem gleichzeitigen Konzept von Zeitlosigkeit, die ja im geistigen Raum herrscht. Ist es so, dass wir unsere Inkarnation quasi jetzt in diesem Moment alle gleichzeitig durchleben? Also in verschiedensten Versionen von mir selber ist es so, dass es eine Seele gibt, die sich gleichzeitig auf verschiedenen Inkarnationen erfährt und die miteinander in Verbindung stehen? So ist es, Schau. Jede Inkarnation von euch ist ein Erfahrungsraum, der jetzt in diesem Moment in den Ausdruck gebracht wird. In Vergangenheit sowie in Zukunft. Alles sind Räume. Eure Seele hat diese Ausdrucksräume im Jetzt erschaffen, in der Flut. So existieren alle Inkarnationen, die in eurer Seele hinterlegt sind, jetzt in diesem Moment. Schau, euer Bewusstseinsfokus ist gesetzt in der jetzigen Inkarnation, die ihr jetzt wahrnehmt. Wie eine Taschenlampe, die hineingesetzt wird in diesen Raum jetzt. Doch alle anderen Räume eures Ausdrucks, eures Seelenausdrucks sind jetzt. Schau, dies ist das Prinzip der Raum-in-Raum-Erfahrung. Ihr könnt in jedem Moment alle anderen Räume von euch bereisen, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Dies ist nicht relevant, denn die Zeit ist eine Illusion. Die Zeit dient euch, Erfahrungen erfahrbar zu machen. Ein Auseinanderziehen des Jetzt-Momentes, um einzelne Erfahrungen in den Ausdruck zu bringen, erfahrbar zu machen. Erwacht ihr in der fünften Dimension, in der Raum-in-Raum-Erfahrung, so erkennt ihr, dass alles jetzt ist, alle Räume euch dienen können. Schau, braucht ihr Informationen aus einer Inkarnation, aus der Linie der Zeit in der Zukunft, in der Inkarnation, in der ihr erwacht seid, so könnt ihr diesen Raum aufsuchen mit eurer Präsenz, dieses Energiefeld in euch spüren. So sammelt ihr diese Energien ein in der jetzigen Inkarnation, wenn es euch dienlich ist, in eurem Herzraum Platz zu nehmen, die Quelle in euch zu erkennen, eure Seelenenergien in den Ausdruck zu bringen. Ihr seid Meister, Energiewesen, die Materie erschaffen. Alle Räume dienen euch. Ihr entscheidet, in welchem Raum ihr eure Präsenz hineinlegt. Dies ist ein sehr großes Potenzial von euch Menschwesen. Schau, mehr und mehr löst ihr die Verklebung mit der Zeit. Erkennt, wer ihr wirklich seid. Natürlich bringt dies von Zeit zu Zeit Unsicherheiten in euch, denn ihr habt euch identifiziert mit dem Raum der Materie, mit der Zeit. Nach und nach entwachst ihr dieser Realität. Lernt euch in eurer Quelle sicher zu fühlen, in eurer Heimat. So wird die Zeit nach und nach nicht mehr relevant sein für euch. Heißt das auch, dass ich, wenn ich in dieser Inkarnation, wo ich mich jetzt gerade fokussiere, Erkenntnisse sammle, dass quasi alle anderen Inkarnationen davon auch profitieren oder dass sie miteinander in Verbindung stehen? Also so ist es, Schau. Wirst du hier eine neue Entscheidung treffen, löst du einen abgespaltenen Raum, in dem Schmerzerfahrungen gespeichert sind, löst du den in der jetzigen Inkarnation, kollabiert dieses Energiefeld in allen anderen Inkarnationen,
wo es als Information hinterlegt ist. Das heißt, du kannst aus der jetzigen Inkarnation alle anderen Räume, die hier in Verbindung stehen, ins Kollabieren bringen. Schau, deshalb ist es nicht für alle relevant, Inkarnationen zu kennen. Sie wirken aus der jetzigen Inkarnation heraus. Für manche ist es relevant, Informationen aus anderen Inkarnationen zu sammeln, um Puzzleteile zusammenzulegen. Doch nicht für jeden ist dies authentisch. Es ist nicht vonnöten, andere Inkarnationen zu kennen. Aus dieser einen Inkarnation kann gewirkt werden. Diese Wirkung fließt wie eine Welle durch alle anderen Räume, für die es relevant ist. Wow. Danke. Gut, ich glaube, die anderen Fragen erübrigen sich das nicht alle. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Frage zur Frequenz. Und zwar gibt es ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, bestimmte Frequenzen wie Solfeggio, die bestimmte Wirkungen haben. Und meine Frage ist, hat jede Frequenz Wirkung oder gibt es bestimmte Frequenzen, die besondere Wirkungen haben? Also zum Beispiel, was wir sehen, bestimmte Frequenzen schaffen Form und andere Frequenzen schaffen Chaos oder scheinbares Chaos. Und einmal die Frage, ist das so? Und dann die Frage, wenn ja, warum ist das so? Schau, wichtig ist, dass Frequenzen in Anbindung fließen in den Raum der Materie. Anbindung bedeutet, aus eurer Herzquelle in den Raum gegeben wird. Nun stell dir vor, ein Menschwesen sendet eine Frequenz, ist aber gerade in einem eigenen Schmerzraum verhaftet mit der eigenen Identität. So ist er Sender dieser Frequenz. Sendet er diese Frequenz aus diesem Raum, verändert sich die Frequenz. So ist der Empfänger abhängig vom Sender. Dies dürft ihr als Grundprinzip verstehen. Es ist immer der Sender, der Frequenzen hält oder Frequenzen verändert. So schau, bist du im Einklang in deinem Herzraum? Spielst du deine Musik in den Frequenzen, die für dich authentisch sind? Hat dies eine sehr hohe, integrierende, heilsame Wirkung für die Empfänger? Doch bist du als Musiker auf deinem Bewusstseinsweg in dunkle Räume gefallen, alte Erfahrungen Kraft haben in deinem System? Spielst du dieselben Frequenzen? Bist du der Sender, der diese Frequenzen verändert, der Empfänger? Empfängt die veränderten Frequenzen, so kommt er gleichzeitig in dieses Schmerzfeld hinein. Dies geschieht nicht bewusst, hat auch nichts mit Schuld zu tun. Es ist ein Prinzip. Frequenzen sind abhängig von dem Sender, von der Quelle, aus der sie strömen. So ist es relevant für dich als Musiker, bevor du beginnst, dich ganz klar auszurichten in deinen Herzraum, deine Herzquelle weit zu öffnen, deine Musik, deine Frequenzen aus diesem Raum auszusenden. So wirst du die Wirkung haben, die du innerlich anstrebst.
Das heißt, es gibt keine Frequenz ohne einen Sender, sag ich mal. Also eine sogenannte neutrale Frequenz, den ich mit einem Frequenzgenerator machen kann, der jetzt 432 Hertz oder irgendwas als reine Frequenz hat. Und es gibt ja Frequenzen, die Form geben, also die jetzt Teilchen in eine Form bringen und Frequenzen, die das nicht tun. Das wäre nochmal eine Frage, ob es sowas wie unabhängige Frequenz gibt oder also einfach Prinzipien, die auf bestimmten Frequenzen liegen, wie das aus der geistigen Welt gesehen ist. Schau, es gibt keine Frequenzen ohne Sender. Frequenzen werden gesendet aus Räumen. Wir haben den Raum des Schattenuniversums, der abgetrennten Energien. Auch hier werden Frequenzen gesendet. Es gibt Frequenzen aus der geistigen Welt, auch die werden gesendet. Wo Frequenzen sind, ist immer ein Sender. Dies ist das Prinzip des Universums. Jeder Raum, der geboren wurde, in dem Energien vorhanden sind, ist Sender. Wesen sind Räume, sind Sender von Frequenzen. Stellst du Frequenzen ein, so bist du derjenige, der diese Frequenz einstellt. Schau, in der geistigen Welt wird eine Frequenz durch eine Initialzündung gesetzt, der Alleinsseinsfokus, der Fokus initiiert das Senden einer Frequenz. Diese Frequenz, diese Energien, die strömen, eröffnen einen weiteren Raum. Auch das Schattenuniversum, all die niederfrequenten Energien, auch hier gibt es Sender. Der sogenannte Ego-Fokus, der Initialzündungen setzt, Energien freigibt, Frequenzen freigibt, die strömen durch den Massenbewusstseinsraum. So sind viele Energien, viele Frequenzen unterwegs, die euch erreichen, die euch beeinflussen. Alle Frequenzen sind initiiert, entweder durch den Ego-Fokus oder durch den All-Eins-Seins-Fokus. Ihr Menschwesen habt den freien Willen. Ihr habt die Fähigkeit, beide Formen von Frequenzen zu senden sowie zu verändern. Es ist sogar machbar, dass ihr Frequenzen empfangt aus der geistigen Welt, dass ein Mechanismus in euch aktiviert wird, sodass der Ego-Fokus aktiviert wird, so verändert ihr diese Frequenz, sendet diese wieder aus. Diese Frequenz nährt das Schattenuniversum. Schau, es ist ein sehr komplexes System mit diesen Energien und Frequenzen, doch gewiss kannst du dir sein. Es gibt immer einen Sender. Ja, das habe ich mir gedacht. Dankeschön. Wir danken dir. Wir danken dir für deine Präsenz. Alles darf sein, jetzt in diesem Moment. Gesegnet seid ihr. Amen. Danke, lieber Mitch, für deine wunderbaren Fragen. Danke. Geht's dir? Ja, gut. War sehr berührend teilweise. Also, ja, und gut, war richtig gut. Gute Impulse. Also es war schon auch in mir dieses Jahr, eigentlich weiß ich Dinge, aber ich suche noch mal eine Bestätigung. So.
Und das war es auf jeden Fall. Dieses einfach das nochmal zu hören, was so unsicher im Raum rumschwebt. Und ja, es ist immer gut, das nochmal so dargelegt zu bekommen, ja. Das stimmt. Ich fand deine letzte Frage über die Frequenzen auch wirklich sehr, sehr interessant. Das waren Einblicke, die er bisher noch nicht geschenkt hat. Natürlich auch geboren aus der sehr speziellen Frage von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Und wo es um Frequenzen ging, musste ich dann nochmal schmunzeln, weil eingangs es ja auch um dich ging. Das macht ja oft, dass nochmal die Qualitäten und die Essenzen und die Potenziale der jeweiligen Interviewpartner ganz toll herausarbeitet. Und da hatte ich mir notiert, deine Frequenzen, da wurde genau dieses Wort von ihm verwendet, deine Frequenzen erinnern andere Menschwesen an ihren Herzraum. Und sie tauchen dadurch dann in ihren eigenen Herzraum ein. Also auch wieder die Frequenzen, nicht die Musik, die Frequenzen. Ja, und das ist das, was manchmal schon auch arbeitet, ne, in mir, was ich spüre und wo ich aber gleichzeitig auch, naja, den Bewerter im Kopf habe, den Stempel, der sagt, ja, komm, ey, das ist doch jetzt auch wieder, ja, ein Konzept. So, und auf der anderen Seite sehe ich es ja also kann es jeder sehen, ne? Also man kann einem Musiker zuschauen und der spielt das gleiche wie ein anderer Musiker, aber bringt was ganz anderes rüber. Und also an der Musik selber liegt es dann ja nicht. Also zumindest nicht nur. Nee. Da fand ich übrigens auch wieder interessant. Das ist ja oft so, dass die Schwierigkeit, die wir haben, in diesem Fall hatte er bei dir hervorgehoben, dieser Stempel, ne, der anderen, die auf einem lastet, die Wertung, gleichzeitig das Potenzial aber auch sind, die eigene Essenz, die man dann halt freilegen darf. Ja. Die Wertfreiheit und das Freilassen und alles darf sein. Auch wunderschön. Ja. Ja, das kann ich auch sehr gut sehen, dass das so ist. Die auch jetzt so einfach rückblickend mein Weg und das, was auch noch vor mir liegt. Also das kann ich sehr, sehr gut sehen und es ist toll, ja. Ja, schön. Ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich, wirklich für dieses berührende Gespräch. Wir haben ja festgestellt, wir sind physisch gar nicht weit aus. Mitch, für unsere Hörer, der wohnt wirklich bei uns ganz in der Nähe. Da könnte man sich sogar sehen. Jetzt haben wir das per Zoom gemacht. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, euch auch ganz herzlichen Dank. Hat mir große Freude gemacht und war wirklich eine innere Dusche. Ja, schön. Sehr, sehr gern. Mach's gut. Macht's gut. Ciao. Wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge genauso inspiriert wie uns. Wir möchten euch ganz herzlich einladen, ein Teil unserer Podcast-Familie zu werden, an Salvados Wirken auch in Zukunft teilzuhaben und diesen Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Fragen und natürlich ganz besonders, wenn ihr uns eine Rezension auf einem der gängigen Podcast-Plattformen schreibt. In diesem Sinne, habt einen wunderbaren Tag im freien Fluss der Energien eures Wunder, Wunder, wunderbaren Seins. Das Leben ist ein großes, komplexes Energiesystem, in das wir Menschen eingewoben sind. Wir sind mit dem Leben verbunden und das Leben reagiert auf uns. Du bist vielleicht gefordert, das Wissen, die Impulse aus der geistigen Welt in deinem Leben zu erkennen und umzusetzen. Ich lade dich herzlich ein, in der Tiefe ein Verständnis zu entwickeln, wie deine Systemintelligenz wirkt und warum du ein Meister der Materie bist. Lass uns gemeinsam die übergeordneten universellen Zusammenhänge deines menschlichen Seins und Wirkens entdecken und gestalte mit dieser Weisheit deinen authentischen Lebensfluss.
In unserer 1,5-jährigen Ausbildung im Selbsterfahrungsweg erlernst du, wie du im Einklang mit deiner Seele Herausforderungen meistern kannst. Du erhältst eine Fülle an Methoden, Transformationstools und neuen Perspektiven, um dein Bewusstsein im Alltag zu schärfen und die Bewegungen der sich formenden Erfahrungen zu erkennen. In einer Klarheit wie noch nie dagewesen bekommst du Einblicke in die universelle Energieanatomie und wie du sie nutzen kannst, um deinen Seelenausdruck in deinem Leben zu manifestieren. Eine wundervolle Gemeinschaft von Herzensmenschen wird sich mit dir verbinden und diesen intensiven, lichtvollen Erfahrungsweg mit dir gehen. So erwartet uns eine hingebungsvolle Reise, in der wir transformieren, heilen, Potenziale entblättern und das Menschsein in Anbindung leben. Mein Team und ich freuen uns auf dich und diese wundervolle gemeinsame Erfahrung. Alle weiteren Infos zu dieser Selbsterfahrungsreise bekommst du unter diesem Video und kannst noch näher erforschen, was dich erwartet. Alles Liebe!